Hi Leute, willkommen zu Battlefield Hardline. In diesem Video zocken wir Rettung und wir haben am Ende beinahe gewonnen, aber dennoch knapp verloren. Also viel Spaß, eure Lissy. So, okay, dann würde ich sagen, retten wir sie mal, wa? Ach, die Karte ist bestimmt da, ne? Also, Die ist gut. Pass auf nicht, dass sie da jetzt wieder links um die Ecke kommen, Lissy, ne? Da war einer. Ja? Das ist mal gut. Ich werfe mal eine Granate dahin. Ah, der liegt da. Ja, da ist. Oh, ich weiß auch. Boah. Hast du den? Nee. Wo ist denn der hin? Dann ist er abgehauen. Ja. Hab einen. Zieh mich auch mal zurück. Muss nachladen. Hier ist Action bei mir. Da ist noch einer. Ja. Ja, wir gehen gerade Richtung Geisel 1. Ja, ich befreie jetzt die Geisel. Mach das, gib der Deckung und lauf. Bin tot, ach Mann ey. Ich glaube aber, einen habe ich auf jeden Fall Pech haben, da könnte ja einer entgegenkommen. Aber ich hätte dich gerne gerettet. Da ist er vorne, da steht er. Ja, der ist auf der Straße, ich habe ihn gesehen. Ich habe einen. Der ist schon tot. Ja, ja, das war der. Ich lauf jetzt einfach. War der. Lauf, ich geb dir Deckung so gut es geht, ich laufe hinterher. Pass aber auf, du musst noch ein paar Sekunden warten. Hinter dir, Sven, direkt hinter dir. Ja, hab ich gesehen. Lauf, geh in Deckung, dass wir dich nicht treffen können. Juhu! Was? Ja. Hey, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, die Taktik. Einer lenkt ab und die anderen gehen eine Geisel holen. Ja, also hier auf der Karte geht das ja wunderbar. Mhm. Du musst nur wieder auf Sniper halt aufpassen. Ja, ich geh dann wieder zur Geisel, ne? Ja, klar, wir machen das jetzt nochmal. Hat gerade ganz gut geklappt. So. Ich gehe wieder direkt in die Mitte und lenke erstmal ab. Ja. Alles klar. Ja. Ich werfe am besten direkt die Granate wieder. Vielleicht haben wir ja Glück. Granate ist unterwegs. Achtung! Ja, kommt schon einer. Hab zwei Mann! Mhm, gut. Ich muss mich erstmal heilen. Ja, du musst die Geisel retten. Ja, ich hab gesehen, du bist platt. Ja, du bist da platt. Kam auf einmal eine Granate geflogen. Ja, ich bin tot. Ja, kein Problem. Ich weiß nicht, wo er war. Irgendwo oben anscheinend. Ich weiß nicht, wie der mich kriegen konnte, aber... Er nimmt die Geisel. Der eine hat die Geisel. Ja. Ah, wir sind zu viert? Cool. Ich guck doch mal, was ich hier... Oh, ja, der Geisel-Typ ist schon tot. Bist der Letzte. Ja. Also pass auf, bei der einen Geisel steht direkt ein Typen dabei. Die sind rechts von dir, rechts. Geh doch lieber hinten rum, oder? Ja, warte, ich höre doch was. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wohin. Oh mein Gott. Da ist einer direkt hinter der Couch. Ach da, ja. Bei der Blume. Da rechts, genau da. Vor dir, der ist direkt vor dir. Ich sehe. Juhu. Komm. Noch einen. Einer noch, pass auf. Der weiß, wo du bist, bleib nicht dort. Der weiß, wo du bist, renn aber nicht weg. Aber verlass die Position auf jeden Fall. Und achte eher auf den Rücken. Achtung, der kommt. Der ist rechts von dir. Warte. Links. Hä? Los. Hör doch auf. Der ist über dir. Er hat gerade eine Scheibe kaputt gemacht. Ja, aber ich glaube oben. Da ist er! Nein! Nein! Ich hab gesagt, bleib nicht. Oh Mann. Ich hab noch mal ein bisschen verlassen. Na, vielleicht hätte ich mir eine Geisel nehmen sollen und hätte einfach rennen müssen. Nee, er hätte es nicht geschafft, er hätte den Rücken geschossen. Naja, aber er war oben, glaube ich, oder? Der war links von dir irgendwo. Von oben erst rechts, runter. Danach links gelaufen, dann ist er hinten. Okay. So, ich würde sagen, machen wir das nochmal, aber ich würde sagen, Lissy hält sich ein bisschen zurück, wa? Ja, ich konnte da nichts für. Der ist wieder da. Nee. Ach, scheiße. Ich dachte, die Granate. So, komm, jetzt warten wir. Ja, geradeaus. Oh, die fangen an zu snipern. Hab denn schon ein bisschen... Hier, ich habe einen markiert. Hab den schon getroffen. Aber. Die sind hier auf meiner Seite. Deine Seite, du bist rechts. Einer läuft ganz hinten, einer läuft ganz hinten außen lang. Ich hab einen. Ja, das ist der mit dem Sniper, da muss er aufpassen.
Nein! Ah. Ich hab ihn, bleib liegen. Ah, du kannst ja nicht laufen. Ah. Sie kann da gar nichts bestimmen, nach ein paar Sekunden verschwindet sie einfach, ohne dass sie was macht. Ich hab sie. Ja. Ich hab auch einen, aber der hat mich ja auch, im letzten Schuss hat er mich noch gekriegt. Das war der an der Seite, ne? Und hey, einer nein. steht ganz, ganz rechts, einer ja, steht ganz rechts Tempo. Außen. Hinter der Mauer. Da steht er, direkt rechts von dir. Zurück. Ja, ich hab ihn gesehen, aber der steht ja außerhalb, ne? Ja, nee, der steht hinter der Mauer einfach. Das ist der Letzte. Ja, das ist der Letzte. Egal. Dreh doch nicht in den Rücken zu. Ich hol mir eine Geisel. Also, Geisel holen. Renn, dann renn aber. Ja, ich bin dran. Guck mal, da ist doch noch einer. Warum holt er sich denn keinen? Boah, ey, das liebe ich ja. Der weiß ja nicht, was los ist. Der weiß ja nicht, wo der Typ ist. Ja, warte, der knallt mich jetzt weg. Lauf, Mann, nimm die Beine in die Hand. Da ist er, da vorne ist er. Da hinten läuft er. Ja, super. Ja, der wartet da. Drück immer R1 zu markieren, dann siehst du ihn besser. Aber der versucht euch jetzt von hinten weg zu snipern, passt auf. Die Frage ist, wo ist der? Ich sehe ihn nicht mehr. Der ist hinter Büschen irgendwo. Wahrscheinlich steht er direkt im Polizeiauto. Ja, hundertprozentig. Deswegen immer markieren. Immer markieren, damit du weißt, wo die hinlaufen. Weil er weiß jetzt auch wieder nicht, wo der Typi war. Nimm diese Steine hier als Deckung. Der ist jetzt 100% hinter der Polizeiauto. Der sieht mich aber, ne? Ich glaube, oh, ja, das sieht das denn? Mich weiß sieht nicht der. Von wo, mich aber sieht der. Klar, super. Direkt an der Motorhaube. Ja, klasse. Ach ja. Naja, 26 Sekunden, ne? Ja. Könnte er schaffen, wenn er schnell genug ist. Da ist er. Hol ihn hier. Vor allem, wie weit der rennt. Jetzt sieht er doch schon auf. Was macht der da? Da rechts! Das gibt's! Was macht er? Boah, hier krieg ich mal graue Haare, ey. Das wäre super gewesen, wenn der den nicht gesehen hätte, wegen seinem Visier. Boah, hör doch auf, ey. Vor allem hat der ein Glück gehabt, dass der andere Typ nicht auf die Karte geguckt hat. Boah. Ja, oder die zocken irgendwie zusammen. Ja, die anderen zocken auf jeden Fall. Achso, du meinst der mit denen. Ja. So, ich möchte man den ja nicht unterstellen, oder? Der Sniper, der kommt jetzt bestimmt wieder von da hinten. Na, wie immer die ganze Zeit. Werfe ich doch immer Gasgranaten hin, dass er da nicht so viel Handlungsmöglichkeiten hat. Ja, da kommt schon was geflogen. Oh, direkt gerade zurückgeschmissen. Ja, Sniper da. Ist schon wieder da. Oh mein Gott. Ja, ich sag nichts dazu. Einer läuft ganz hinten lang wieder, wie gerade eben. Bei der. Zwei ist einer, tot. Ja, der eine ist jetzt beim Pool. Ja, habt ihr markiert. Der läuft immer um den Pool herum. Ja. Der läuft jetzt. Einer läuft da hinten. Einen habe ich auch gesehen, ja. Oh, letzter Mann. Ja, mich aber noch nicht von gesehen. Okay. Bin ich der Letzte? Ja, du könntest die Geisel nehmen. Ja, ja, aber hallo, der hat aber, alle Mann. Alle Mann. Die sind da zwar da, komm da. Ah. Schon wieder so ein knappes Ding. Schon wieder 2-2. Knapp? Ja, eben auch. Zur Halbzeit. Achso, das meinst du, 2-2. Ja. Die Runde war nicht wirklich knapp. Nee. Aber da müssen wir echt aufpassen. Einer von denen rennt immer rechts hinten lang. Ja, jetzt muss man verteidigen. Du hast das Sniper für sich entdeckt, deshalb wird er das auch weiterhin machen. Okay, jetzt mal auf der anderen Seite, jetzt mal beschützen. Ja. Ab ins Haus. So, ich geh mal da ums Haus rum, weil das werden die auch wohl machen. Granaten. Einer schon hier vorne mit Schild, Boah. Granaten kommen geflogen. Und Molotovs auch. Hast du? Nein. Ja. Der ist da unten. Aber ich weiß nicht, wo die anderen sind. Aber an der Seite ist noch einer. Ja, der ist hochgekommen zu mir. War gerade beim Nachladen. Null Chance gehabt, irgendwas zu machen. Oh, die Lizzie hat das G36. Mhm. Und wie ist sie?
Aber was machst du hier? Gegen das Regal rennen. Ja. Nein! Na, ja, von zwei Seiten, viel Spaß. Ah. Ah. Also wie gesagt, links ums Gebäude brauchst du gar nicht laufen, da kommen direkt die Granaten geflogen. Ja. Mhm. Die Granaten sind echt mächtig in dem Spiel, muss man sagen. Ja, noch. Ja, ich glaube, da wird noch viel gepatcht. Auch ja, dass man drei Tränengasgranaten mit sich tragen kann, das wird das auch noch ist gepatcht. Ja immer so, ne? Ja. So, ich würde sagen, ja, wo kann man jetzt hier am besten hingehen und die abfangen? Wirklich eigentlich da reingehen. Ja, oder wir warten halt. Ja, klar. Oh, ist schon tot. Na, die Granaten halt. Nee, der hat mich weggeholt. Was, was ich nicht machen konnte? Wo warst du? Ich war bei der Geisel drin. Als ob der geflogen ist. Einen habe ich. Hier bei Geisel 1 war das, oder? Ne, hier bei... Ja, doch bei 1. Oh, fuck, von hinten. Sniper wieder. Ja. Hab einen. Einer ist irgendwo am Snipen, ich weiß aber nicht wo. Hoffentlich. Ja, wieder hinten Sniper bei der Mauer am Rand der Karte. Na, dann war das der bestimmt, wa? Ja. Macht alle Bullen platt, die zur Geisel wollen! Ich glaube, da kommt einer mit einer Pumpgun. Nee, mit einem. Okay. Na, ja. Ah, komm doch hier rein. Pass mal auf, nicht, dass die auch über dir hängen, ne? Oben am Dach und so. Da! Okay. Sauber. Okay, einer noch. Ja, der muss hier irgendwo. Das ist wahrscheinlich der Sniper, der letzte. Ja. Da hinten ist er. Da hinten. Boah, geh in Deckung am besten. Mhm. Er ist ganz hinten links, der ist ganz hinten links. Nee, der läuft nach vorne, der läuft nach vorne. Ich hab den markiert. Ja, ich seh's. Der liegt da rum. Nice. Schön. So macht man das. 3-3. Mhm. Aber mich wundert das, wie der Typ mich jetzt so schnell erledigen konnte, ganz ehrlich. Wo warst du denn? Ich weiß ja nicht, wo du warst. Ja, hier. Und dann ist er wohl direkt hier reingestürmt. Ja, ah, ich geh wieder in die Ecke. Ja, die kommen eh rein. Lass die einfach reinkommen. Ja. Nur habe ich so keine Deckung. Einfach ist gut. Ne? Also wenn der da jetzt reinkommt... Dann habe ich ein Problem. Kannst du da die Türe zumachen? Ja, aber das merken ja dann. Also. Ah! Da fliegt irgendwas. Okay. Ey, will der mich verarschen? Ab einen. Okay, haben. Jetzt hast du die Tür zugemacht, das ist gut. Ja, beim Nachladen. Oh, hinter mir war einer. Einer ist ganz rechts bei der kleinen Garage. Die sind auf dem Dach. Die sind oben auf dem Dach. Ah. Siehst du? Die haben bestimmt einen Kletterhaken oder sowas dabei. Sind die bei Geisel 2? Ne, die waren bei euch oben auf dem Dach. Okay, ich dachte, die da die Treppe gleich runterkommen, ne? So, da wird wohl keiner kommen. Es waren aber bloß zwei, soweit ich sehen konnte. Ich weiß nicht, wo der dritte von denen ist. Ja, okay, das sind auf jeden Fall noch drei. Das wird der Sniper wahrscheinlich wieder sein. Ja. Der wird jetzt irgendwo außen am Pool entlang rein. Läuft der wieder hier rum, wie falsch geht. Passt auf die Fenster auf. Yep. So. Ich glaube, die konnten vom Dach aus nicht direkt ins Haus rein. Ich bin mir nicht sicher, ob die von oben. Weiß ich nicht. Bei Geisel 2 konntest du. Siehst du? Die haben die Geisel mitgenommen. Fuck, man. Da ist er. Da ist immer noch einer, pass auf. Ja, noch zwei. Oh, nein. Hinter euch.
hinter euch. Ich wurde von vorne erschossen. Der ist auf dem Dach. Oh nein, ich hab ja gar kein Medipack dabei. Pass auf, der ist auf dem Dach. Ah, hinter mir war der. Alter, da haben wir nämlich nicht dran gedacht, dass die vielleicht übers Dach gehen könnten. Ja. Dass einer von denen ein dummes Seilding dabei hat. Dreck. Das müssten wir theoretisch noch das Dach abdecken, aber. Das ist ja das, was ich eben ansprechen wollte. Dass die ja manchmal auch oben am Dach stehen, also bei Geisel 2, und dann schießen die da rein, ne, wenn du da gerade am Warten bist und so. Ja. So, ich komme jetzt auch mal hier wieder rum. So, ich weiß gar nicht wohin, aber okay. Ja, die sind wieder auf dem Dach, Ja, wie kommen wir denn da hoch? Kommen wir da überhaupt hoch? Ja, wenn du den Enterhaken dabei hast, kommst du ganz einfach. Oder kommen wir von drinnen irgendwie da hoch? Ist hier irgendwo eine Leiter? Ich guck gerade. Ja, hier ist eine Leiter, ja, bei mir. Der wirft den hier. Pass auf, das, da achten wir wahrscheinlich drauf. Ich hab keinen gesehen. Ja, die sind die sind schon drin, die sind oben im Obergeschoss. Die sind am Dach. Ich konnte gerade sehen, wie die da hochkraxeln. Achtung, Sven, Jens, da ist er drin. Da ist er reingelaufen, da bin ich gerade gestorben. Der muss hier? Da hinten, okay. Durch die Tür ist er durchgelaufen. Da hinten durch die Tür. Und dann die Leiter hoch? Da durch die Tür ist er gelaufen. Okay. Ich höre auch jemanden laufen. Da, hinter dir! Ja, Mann! So ein dummer Penner, ey. Mit seinem Knüppel. Der ist oben im Schlafzimmer, Lise. Der kommt wahrscheinlich gleich rechts die Treppe runter. Okay. Der Krüppel. Und der andere ist der Sniper. Der ist bestimmt noch irgendwo draußen. Ja, der Sniper ist ja jetzt wirklich hier das kleinste Problem, ne? Aber okay. Ja klar, wenn der Sniper erstmal der Letzte ist, dann muss der kommen. Richtig. Das wird dann relativ easy. Ja. Pass auf, der kommt von rechts. Der kommt 100% gleich von rechts an die Treppe runter. Ich gehe auch davon aus, dass der die Treppe dann runterkommt. Ja. Ja, oder die nehmen die andere Geisel. So wie eben. Das kann natürlich. Ja, aber dann kannst du schnell wieder hinrennen und den durch die Fenster. Ja, die nehmen die Geisel. Ja. Genau. Lauf hier. Lauf da durch die Tür da vorne und dann durch die Scheibe geradeaus durch. Genau, da ist er schon. Da ist er. Da ist die Drecksau. Okay, jetzt ist bloß der Sniper da und der ist easy. Der ist 100% irgendwo da beim Pool wieder gewesen. Wie gesagt, Lizzie kann sich ja jetzt auch wieder verschanzen, ne? Also von daher. Ja. Also nicht so viel bewegen jetzt. Ich höre ihn. Da, der ist hinter dir. Der ist in dem Raum drin. Ich höre Schritte. Ich höre es doch laufen. Wer hat die Tür zugemacht? Wer hat die Tür zugemacht? Also, was? Okay, dann ist er da drin. Der ist hinter der Tür, warte. Da ist er, da ist er! Da, geradeaus am Fernsehen. Da ist er. Mach da einfach da ist noch eine Tür jetzt links. Pass auf, da ist noch eine Tür. Ja, genau, geht er. Ah, Scheiße, der hat alle Türen zugemacht. Da ist er! Nein! Jein! Was? Du bist zuerst gestorben. Ja, sauber. Ah, wir haben gewonnen. Da war noch der andere. Oh. Snoopy war noch da. Ja. An den Snoopy habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Boah. Das war ja voll der Krabbe. Tür auf, Tür zu, Tür auf. So, ich gehe jetzt hoch, direkt ins erste. Ja, ich gehe auch direkt hoch, die Leiter am besten, ja. Weil ich gehe davon aus, dass die auch wieder von da kommen werden. Ja, ich bleib wieder hier. Ich mache einfach die Türen zu. So. Ja, genau, mach das. Und oder nee, ich lasse hier eine auf. Vielleicht und, da. Gucken, ob die hier reinkommen. Ja, ja. Okay, einen habe ich. Einer ist am Dach. Verdammt, passt auf die Geisel auf! Einer ist am Dach. Die sind außen. Guck mal auf die Karte. Tot. Okay. Wo war der? Einer ist auf dem Dach. Nein, die haben die Tür kaputt gemacht. Na, die Türen können wir kaputt sprengen, ja. Ja, also wie gesagt, wisst ihr Bescheid, ne? Oben am Dach ist einer. Der ist über mir. Ja. Da ist ein Kopf. Ich hab den markiert. Ah, das ist der Sniper wieder, ja. Da unten ist er. Den hab ich. Sauber, weg ist er. 2 gegen 2. 2-2, ja. Ich bin auf dem Dach. Nein! Oh. Scheiße. Wartest du da jetzt? Die Tür! Da ist,
Boah, sauber. Alter, ich hab grad noch gedacht, was ist mit der Tür passiert. Der eine, der letzte, der ist gerade mit dem Enterhaken die Wand hochgeklettert, ja. Wo? Ja, wo ist gut? Ich glaube dahinter. Der ist jetzt auf dem Dach. Also, okay, der hat die Geisel. Lauf zum Wagen. Nee, oder der muss da unten langkommen normalerweise. Ja. Oder? Ja, aber der hat Geisel 1 mitgenommen. Das heißt also, er wird links rumgelaufen sein. Ja. Ich sehe gar nicht, wo ist. Ich will jetzt mal nicht runterjumpen, meinst. Ach, hier ist er hoch, oder was? Ja. Wo ist der langgegangen? Spring da runter und lauf zum Wagen. Nee, ich bin da ganz bestimmt nicht. Wo ist der langgelaufen? Das kann doch nicht sein. Da links, oder? Nee, der ist schon da vorne. Wo ist der langgelaufen? Ich hab den nicht gesehen. Ich stand doch direkt da oben. Yeah. Alter Schwede, ey. So eine Kacke. wenn ich da runter gejumpt wäre, wäre ich wahrscheinlich direkt in die Arme gesprungen. Er war ja schon an dir vorbei.